Wir haben uns gerade im Café unterhalten, wie man denn Physik überhaupt mit einer Religion, Buddhismus, vergleichen kann. Ja, wo gibt es da überhaupt Berührungspunkte? Und naja, also im Buddhismus gibt es in gewisser Weise auch überprüfbare oder wiederholbare Experimente sozusagen. So verstehen es jedenfalls führende Vertreter des Buddhismus. Man beobachtet nämlich seinen eigenen Geist, ja, und die Aussagen oder grundlegende Aussagen des Buddhismus basieren auf diesen Beobachtungen. Und man wird, wenn man also den buddhistischen Weg betritt, auch aufgefordert, diese Aussagen zu überprüfen, derart, dass man eben auch seinen Geist beobachtet. Insofern gibt es eine gewisse Übereinstimmung mit den Naturwissenschaften. Also der Buddhismus nimmt als Religion da eine gewisse Sonderstellung ein. Und ja, nach diesen sehr anschaulichen Einführungen in die Verschränkung der subatomaren Partikel und eben auch größerer Partikel oder Objekte, wie es scheint, möchte ich doch mal auch festhalten, dass offensichtlich der Beobachter oder das Messinstrument oder der Aufbau der Messapparatur einen gewissen Einfluss hat auf das, was wir beobachten. Und das ist also doch in gewisser Hinsicht erstaunlich. Professor Zeilinger, der in Wien quantenmechanische Experimente durchführt und dort den Lehrstuhl für Physik hat, zeigt also gewisse Konsequenzen auf, die sich aus dem Phänomen der Verschränkung von Photonen und anderen Teilchen ergeben. Er sagt also, entweder wir müssen die Realitätsthese aufgeben, das heißt, die experimentell beobachteten Eigenschaften sind nicht Eigenschaften der physikalischen Wirklichkeit, ehe die Beobachtung durchgeführt wird. Das gemessene Resultat reflektiert keine Eigenschaft, die vor der Beobachtung und unabhängig von ihr existiert. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die gemachten Beobachtungen zu interpretieren, derart, dass man die Lokalitätsannahme fallen lässt. Aber da gibt es eben einen Nachweis von Koch und Specker, der diese Möglichkeit ausschließt. Oder aber man nimmt noch an, dass die Messapparate, die ja, wie wir gehört haben, nicht Jahre voneinander entfernt sein können, ja, in einem Augenblick Informationen austauschen können, was allerdings dann der Relativitätstheorie widersprechen würde, da bekanntlich also nicht schneller als Licht sein kann. Und wenn man also dennoch davon ausgeht, dass Informationen mit höherer Geschwindigkeit als Lichtgeschwindigkeit gesendet werden können, ja, dann ergeben sich gewisse Konsequenzen, etwa derart, dass der Zeitablauf bei Ursache und Wirkung nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Ich könnte zum Beispiel die 6 Richtigen im Lotto in die Vergangenheit schicken, ja. Und davon profitieren natürlich. Das wäre eine sinnvolle Anwendung, ja. Aber ist mir offensichtlich nicht gelungen, ja. Ja, also die einzig plausible Erklärung nach Zeilinger ist eben, dass es keine objektive Realität in dem Sinn gibt, ja, also dass die beobachtenden Eigenschaften wirklich vom Beobachter abhängen. Das ist natürlich ein Gebiet, das noch nicht richtig erforscht ist, also was Messung überhaupt ist in der Physik. Ist es denn wirklich das Bewusstsein des Beobachters oder ist es die Apparatur selbst? Ja. Aber das wird eben im Moment kontrovers diskutiert. Und da gibt es eben einen gewissen Ansatzpunkt zur buddhistischen Philosophie. Ja. Wenn man also sagt, dass es keine unabhängige Realität, unabhängig vom Beobachter gibt und dass Beobachter und beobachtetes Objekt nur in Wechselwirkung zueinander existieren, oder wie es Nagarjuna formuliert hat, nur in Abhängigkeit zueinander, derart, dass es eben nur ein Entstehen in Abhängigkeit gibt, ja, und dass die einzelnen Objekte oder Gegenstände, auch das beobachtende Subjekt, eben nicht unabhängig aus sich heraus mit Eigenschaften ausgestattet existiert, ja,
sondern nur in Abhängigkeit, also dass Dinge nur in bestimmten Systemen existieren. Ja, also dann die Buddhisten stellen sich auch die Frage nach der Natur der Dinge, aber nicht nur aus reinem philosophischen Interesse, also die Philosophie ist natürlich sehr stark ausgeprägt im Buddhismus. Die Frage nach dem Wesen der Dinge hat auch eine soteriologische Relevanz. Der Buddha, das heißt ja der Erwachte, ist zu der wahren Natur der Gegebenheiten, der Dharmas hin erwacht. Und diese Dharmas, diese Gegebenheiten sind nicht nur äußere materielle Dinge, sondern eben auch Geistesfaktoren. Mit anderen Worten, die Frage nach der Natur der Dinge ist gleichzusetzen mit der Frage nach dem Wesen der Erleuchtung oder des Erwachens des Buddha, also dem Ziel, das jeder Buddhist anstrebt. Im Laufe der langen Geschichte des Buddhismus haben sich also sehr unterschiedliche Modelle der Realität entwickelt und das Spektrum dieser Modelle reicht von einem Atommodell, also der Art, dass man sich kleinste unteilbare Teilchen vorstellt, die zwar nur einen Moment existieren, aber dennoch unabhängig ihrem eigenen Merkmal nach, bis hin zu der Vorstellung, dass es überhaupt keine äußeren Objekte, materiellen Dinge gibt und dass eben alles nur von geistiger Natur ist, also alles nur ein Bild oder ein Erkennen im Bewusstsein. Nun, historisch gesehen, zwischen diesen beiden Extremen, also der Atomtheorie einerseits und der Aussage, dass alles nur Geist ist, ist die Philosophie von Nagarjuna angesiedelt, der ca. 200 Jahre nach Christus lebte. Datierungen sind immer ein sehr großes Problem in der Indologie. Also wir können keine genauere Jahreszahl angeben. Und Nagarjuna sagte eben, dass also alles seinem Wesen nach leer ist, also der Begriff der Leerheit spielt eine zentrale Rolle. Damit meint er aber nicht, also dass überhaupt nichts existiert, wie in einem Vakuum, sondern also nach gängiger Auffassung der späteren Exegeten bedeutet diese Leerheit, Leerheit von einer unabhängigen Existenz, Leerheit von einem eigenen Wesen. Und gleichzeitig setzt er diese Leerheit dann auch gleich mit dem abhängigen Entstehen. Ja. Und er sagt, gerade weil die Dinge ihrem Wesen nach leer sind, können sie in Abhängigkeit entstehen. Und das bringt er also im folgenden Satz zum Ausdruck. Und zwar, ich zitiere jetzt Mula Madhyamaka Karikas, das Standardwerk von Nagarjuna, 24.18, das abhängige Entstehen ist es, was wir als Leerheit bezeichnen. Die abhängig entstehende Welt ist bloße Benennung auf der Grundlage von etwas. Gerade sie bildet den mittleren Weg. Es gibt da Probleme mit der Übersetzung, weil es da verschiedene Lesarten gibt, aber darauf möchte ich jetzt hier an dieser Stelle nicht eingehen. Ich sollte vielleicht noch in ein paar Sätzen etwas zu dem Satz des abhängigen Entstehens sagen. Das ist ein zentraler Lehrsatz im Buddhismus. Im frühen Buddhismus versuchte man mit Hilfe dieses Lehrsatzes den Kausalnexus zu erklären, der der Wiedergeburt zugrunde liegt. Also man versuchte zu zeigen, in welcher Art und Weise man immer wieder geboren wird. Allmählich wurde dieser Lehrsatz dann ausgeweitet auf die verschiedenen Momente des Bewusstseinsstroms eines Individuums und dann in der Abhidharma-Scholastik wurde dieser Lehrsatz dann auch auf die unbelebte Natur angewendet. Also der Bedeutungs-, also der Bereich oder der Gültigkeitsbereich dieses Lehrsatzes umfasste dann sozusagen alle Gegebenheiten, materielle und geistige. Man sollte aber nie außer Augen verlieren, dass der Ausgangspunkt eben die Erklärung des Geistesstroms ist. Und am Anfang dieses Kausalnexus steht die Unwissenheit.
Und das heißt also, im Grunde, die ganze Welt existiert nur aufgrund der Unwissenheit aller Lebewesen, ja, und letztendlich eben aufgrund der Tatsache, dass die Lebewesen eine gewisse Welt ja, in einer bestimmten Art und Weise hervorbringen. Es gibt also in unserem Geistesstrom entsprechende Prägungen, die dafür verantwortlich sind, dass man bestimmte Dinge in einer bestimmten Art und Weise wahrnimmt, und zwar Lebewesen, die einer bestimmten Existenzgruppe, zum Beispiel dem Bereich der Menschen angehören, nehmen Wasser in einer bestimmten Art und Weise wahr, ja, eben als etwas, das man trinken kann, mit dem man sich duscht und so weiter. Wenn man aber jetzt die Prägungen eines Fisches hat, dann wird man Wasser in einer ganz anderen Art und Weise wahrnehmen, nämlich als Lebensraum, ja, in dem man umherschwimmt. Ja, und insofern also ist die äußere Welt lediglich als Funktion der eigenen Prägungen im Bewusstseinsstrom zu erklären. Ja, so viel also zu dem Satz des abhängigen Entstehens. Nochmal, also das abhängige Entstehen wird mit der Leerheit gleichgesetzt. Und es stellt sich nun die Frage, inwieweit kann es solch ein Entstehen überhaupt geben, oder wie hat man sich dieses Entstehen vorzustellen, derart, dass man konkret ein oder zwei Ursachen benennen kann und dass man sagen kann, ich brauche Ursache A, B und C, damit ich zum Resultat X komme. Oder ist dieser Prozess doch etwas komplexer? Und da fällt eben zunächst auf, dass Nagarjuna, obwohl also der Lehrsatz des abhängigen Entstehens im Mittelpunkt seiner Philosophie steht, sagt zunächst, weder aus sich noch aus anderem, noch aus beidem, noch ohne Grund sind jemals irgendwo irgendwelche Gegebenheiten entstanden. Und damit verneint er die Möglichkeit des wirklichen Entstehens, ja, aus allen nur denkbaren Möglichkeiten, nämlich der Möglichkeit, dass etwas aus sich selbst heraus entsteht. Ja. Wenn das der Fall wäre, dann gäbe es ja gar keine Veränderung. Der Same würde immer Samen bleiben. Ja. Also etwas, das nur aus sich selbst heraus entsteht, ist gleichzeitig Ursache und Wirkung. Wenn aber etwas aus anderem entsteht, dann, also aus anderem bedeutet bei Nagarjuna dann immer, aus etwas, das vollkommen getrennt existiert, also getrennt vom Resultat existiert, dann könnte alles aus allem entstehen. Also wie es in den Kommentaren heißt, dann könnte ja auch Dunkelheit aus einer Flamme entstehen. Ja. Und dann die anderen beiden Möglichkeiten sind dann einfach nur Kombinationen von beiden, die schon widerlegt worden sind. Aufgrund der knappen Zeit möchte ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Nun, wie hat man dann dieses Entstehen in Abhängigkeit, das gleichzeitig Leerheit ist, zu verstehen? Und einen schönen Einblick bekommen wir im 18. Kapitel der Karikas. Dort heißt es, denn was immer in Abhängigkeit von anderem entsteht, das ist nicht dasselbe wie dieses andere, es ist aber auch nicht davon verschieden. Deshalb hört es weder auf zu sein, noch dauert es an. Mit anderen Worten, man kann in den Prozess des abhängigen Entstehens keine Elemente mit eindeutigem Anfang und Ende und scharfen Trennlinien heraustrennen. Solche Abtrennungen sind nur vom Beobachter, von seinen Benennungen und so weiter abhängig und haben eben keine unabhängige Realität. Ja, sie existieren also nicht aus sich heraus in der Realität. Mit anderen Worten, ich habe so einen sehr komplexen Prozess des abhängigen Entstehens. Man kann nicht genau sagen, wo etwas aufhört, Ursache zu sein und wo die Wirkung beginnt. Diese Einteilung ist rein willkürlich oder eben von der eigenen Denkweise geprägt, ja, oder von der Philosophie, die ich aufrechterhalte. Und ist im Grunde nichts anderes als eine Projektion des Bewusstseins in die Realität hinein. Mit anderen Worten, wenn ich irgendwo eine Ursache definiere und als ihrem Wesen nach aus sich heraus existent bestimme, dann ist das ja
eine Projektion meines Geistes, beziehungsweise diese Ursache ist dann in Abhängigkeit von meiner Beobachtung entstanden. Ja, also mit anderen Worten, die Dinge existieren nicht unabhängig aus sich heraus für Nagarjuna, sondern sie existieren nur in Systemen, also nur im Zusammenhang mit anderen Dingen. Und innerhalb dieses Systems sind die einzelnen Elemente nicht klar zu identifizieren, derart, dass man sagen kann, das ist ein unabhängig existierendes Element. Ich möchte das an einem Beispiel illustrieren. Im 10. Kapitel der Karikas illustriert Nagarjuna die wechselseitige Abhängigkeit von Feuer und Brennstoff und schließt daraus auf die Leerheit dieser beiden. Und also Nagarjuna, ich fasse jetzt natürlich diesen ganzen Gedankengang stark zusammen und stelle ihn sehr vereinfacht dar. Aber im Grunde erfahren wir in diesem 10. Kapitel, Feuer kann nur in Abhängigkeit von Brennstoff existieren und umgekehrt, Holz wird nur durch Feuer zu Brennstoff, das heißt nur durch die Hitze des Feuers liefert Holz direkt verbrennbare Substanzen. Und wenn man jetzt sagen würde, Feuer entsteht in Abhängigkeit von unabhängig existentem Brennstoff, so hätte man zwei Feuer, nämlich das Feuer, das entsteht, und das Feuer, das schon da sein muss, damit der Brennstoff auch wirklich Brennstoff ist. Also Holz ist eben nur dann Brennstoff, wenn es auch wirklich heiß ist, also wenn ein Feuer zugegen ist, das verbrennbare Substanzen hervorbringt. Und das führt eben dazu, dass dann Nagarjuna sagt, eben Brennstoff und Feuer existieren nicht unabhängig aus sich heraus. Man kann das jetzt auf alle möglichen Paare anwenden, ja, auf den Geher und den Gehenden, auch auf Bewusstsein und Objekt, also auf zu erfassendes Objekt und erfassendes Subjekt. Ja. All diese Dinge existieren nicht unabhängig aus sich heraus, sondern nur im System. Ja. Also es gibt keinen unabhängigen Brennstoff, sondern Brennstoff gibt es nur im System Feuerbrennstoff. Es gibt auch kein äußeres Objekt, das unabhängig für sich existiert, sondern dieses Objekt existiert nur in dem System Objekt-Subjekt. Also nur in Wechselwirkung, in gegenseitiger Wechselwirkung. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass dieser gesamte Prozess des abhängigen Entstehens nur die relative Ebene der Wahrheit beschreibt. Also die Wahrheit, die wir in einem bestimmten Existenzbereich eben erfahren. Ja. Ein Buddha, der aus dem Schlaf der Verblendung erwacht ist, würde erkennen, dass diese Realität von uns Menschen nur wie in einem Traum ist. Ja. Also mit anderen Worten, bei Chandrakirti, also einem wesentlichen Exegeten der Philosophie Nagarjunas, wird unsere Welt, unsere Realität mit einem Traum verglichen, was also bedeutet, dass sie letztendlich gar nicht wirklich existieren. Ja. Es hat sich dann immer die Frage gestellt, hat denn Nagarjuna wirklich alles dann nur negiert? Ja. Und die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Und ich denke, er hätte es sich einfacher machen können, wenn er einfach alles nur negiert hätte. Ja. Er hätte einfach sagen können, alles existiert nicht. Ja. Warum dann diese langen Traktate verfassen? Ja, und mit weder Existenz noch Nicht-Existenz, weder Entstehen aus sich selbst und anderem und all die komplizierten Gedankengänge, wenn man es so einfach ausdrücken könnte. Ja. Wenn das die Intention gewesen wäre. Und also es gibt eine sehr schöne Stelle im Lokatita Stava. Dort heißt es also, oder dort sagt Nagarjuna, wenn Objekt und wenn Benennung und Objekt der Benennung dasselbe wäre,
wenn praktisch alles nur eine Vorstellung im Geistes wäre, wenn also alles nur ein Benennen wäre, dann würde man sich den Mund verbrennen, wenn man Feuer sagte. Also mit anderen Worten, offensichtlich gibt es doch etwas mehr wie nur den Begriff oder den Gedanken Feuer. Ja. Es wurde dann natürlich in der Indologie diskutiert, ob diese Stavas, ob diese Lobpreisungen überhaupt von Nagarjuna stammen. Ja, also das ist dann auch immer wieder die Frage, weil sehr viele Lehrwerke wurden Nagarjuna zugeschrieben und nach der indotibetischen Tradition genoss Nagarjuna auch ein sehr langes Leben. Er wurde über 600 Jahre alt. Und da war es natürlich auch einfach, also ihm Lehrwerke zuzuschreiben, die ganz offensichtlich etwas später verfasst worden sind. Aber diese Lobpreisungen, diese Stavas, die werden bei Chandrakirti erwähnt. Und also da ist eine sehr kurze Liste von Lehrwerken, die Nagarjuna zugeschrieben wird, also eine sehr konservative Aussage oder Liste über die Lehrwerke, und da werden eben auch die Stavas aufgeführt. Also das ist ein deutlicher Hinweis, oder zumindest besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, also dass diese Aussage des Feuers wirklich von Nagarjuna stammt. Ja, also die Aussage, dass man sich den Mund verbrennt, wenn man Feuer sagt. Also dass das eben nicht so ist, ganz offensichtlich. Gut, also um jetzt zusammenzufassen, wir haben also eine relative Ebene der Realität, relativ deswegen, weil wir im Menschenbereich die entsprechenden Prägungen und Veranlagungen haben, eine Realität in einer bestimmten Art und Weise wahrzunehmen. Und diese Realität entsteht in Abhängigkeit. Ja. Es gibt da etwas, zumindest für uns in unserem Zustand, wenngleich der Buddha erkannt hat, dass das alles nur wie in einem Traum ist. Und dieses Entstehen in Abhängigkeit ist also nur denkbar, wenn also die einzelnen Objekte, die in diesem Prozess abhängigen Entstehens beteiligt sind, auch ihrem Wesen nach leer sind. Das heißt also, die Verbindung des abhängigen Entstehens als Beschreibung der relativen Wahrheit mit der Aussage der Leerheit ist Nagarjunas Modell der Realität. Und ja, ob jetzt diese Philosophie ein relevanter Beitrag ist, vielleicht die ja, interessanten, bahnbrechenden Entdeckungen im Bereich der Quantenmechanik zu erklären, das sei mal dahingestellt, ja, das können wir dann vielleicht also dann im Anschluss in der Diskussion ja, besprechen oder erörtern. Ja. Und ich möchte nur also darauf hinweisen, dass also führende Vertreter der Quantenphysik wie Niels Bohr, Heisenberg, Pauli und so weiter moniert haben, dass also westliche philosophische Systeme nicht besonders geeignet sind, um die neuen Erkenntnisse Gebühren zu beschreiben, und es wurde eben angedeutet, ob vielleicht östliche Philosophien besser geeignet wären. Also so viel nur mal. Also es ist nicht ganz abwegig, in diese Richtung zu denken, wenn führende Physiker diese Gedanken schon ausgesprochen haben. Und damit möchte ich dann meinen Vortrag beenden. Vielen Dank.